Shivaratri, die Nacht von Shiva, die heilige Nacht von Shiva, auch genannt Mahashivaratri, also die großartige Ratri, Nacht von Shiva. Shivaratri ist ein besonders heiliges Fest. Es ist ein wichtiges Fest in Indien. Es ist ein wichtiges Fest, das wir bei Yoga Vidya feiern. Shivaratri ist die Hochzeit von Shiva mit Parvati. Das ist eine lange Geschichte, wie Parvati Shiva heiratet, die du auch auf unseren Internetseiten findest. Da findest du Videos dazu, da findest du das auch beschrieben auf Internetseiten. Jedenfalls, Shivaratri feiert diese Hochzeit von Shiva. Aber bei Shiva ist vieles anders als normal. Normalerweise ist eine Hochzeit verbunden mit großen Feierlichkeiten und mit großem Brimborium und viel Schmuck. Shivaratri wird gefeiert, indem alles äußerlich erstmal schlicht ist. Normalerweise bei einer Hochzeit gibt es ein Festessen. Shivaratri wird gefeiert, indem man fastet. Normalerweise bei einer Hochzeit sind viele Menschen da und sprechen sehr viel miteinander und tanzen und so weiter. Shivaratri mögen auch Menschen sich versammeln, aber es ist eher Schweigen angesagt und Mantra-Rezitation und vor allen Dingen Meditation und Puja. So ist also Shivaratri, die Hochzeit von Parvati und Shiva, des Individuums mit Gott, etwas anders als andere Hochzeiten. Shivaratri, die heilige Nacht von Shiva. Mehr findest du über Shivaratri auch auf unseren Internetseiten auf www.yoga-vidya.de. Gib dort ein Shivaratri und so findest du eine ganze Menge über Shivaratri, auch einige Tipps, wie du Shivaratri ausführen kannst. Du findest auch das Datum von Shivaratri, was jedes Jahr auf Mitte bis Ende Februar oder Anfang März fällt. Und du kriegst einige Tipps, wie du Shivaratri selbst feiern kannst, um Shiva zu erfahren, Gott zu erfahren. Und du kriegst auch Informationen darüber, wie du Shivaratri feiern kannst mit anderen zusammen. Denn in allen Yoga-Vidya-Ashrams wird Shivaratri auch gefeiert und in den meisten Yoga-Vidya-Stadtzentren gibt es auch mindestens eine Puja, manchmal eine Mitternachtsmeditation an Shivaratri.